So, und hier brauche ich, glaube ich, eine Bombe. Genau, die muss ich da reinwerfen. Damit wir hier, ne? Die, sag ich jetzt mal. Der sich für Zelda ausgibt, dass wir den entlarven können. So, deshalb gibt es ja auch Bomben, wobei wir die nicht nötig haben, da wir genug haben. Wir werden uns jetzt hier eine Bombe nehmen, werden die da hinschmeißen. Perfekt. Klappt ja alles wie am Schnürchen. So, und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Nein, lasst mich in Ruhe. Möchte gar nicht erst mit euch spielen. So, hier schön durchmogeln. Und dann können wir nämlich... Oh, wartet mal, wartet mal. Nein, habe ich die jetzt so aufgenommen? Warte mal, dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Na super, jetzt ist das Ding nicht mehr da. Ja, auch egal. Auch egal. So. Den hätten wir. Moment mal, hier unten gibt's noch eine Fee. Oh, Mann. Das ist vielleicht gemein. Aber zumindest sind wir jetzt voll. Das ist auch schon mal was. Oh, was ein Raum. So. Okay, da geht die Tür auf. Ich möchte aber trotzdem noch gucken, was hier unten sich versteckt. Ach ja, das war der Raum. Mit ein paar... Oh, ja, ich sehe es gerade. Wir haben schon wieder 914 Rubine. Okay, dann werden wir mal kurz die Fake-Prinzessin holen. Ach, dann eben so. Und bei dem müssen wir hier... So. Den Stein können wir von hier nicht hochheben, oder? Doch, geht sogar. Die Frage ist nur... Ich glaube, wir gehen zuerst hier mal nach links. Oh, der war knapp. Ach du Schande. Wartet mal. Den hier. Denn da kann ich die sofort töten, auch wenn sie hier... Na, ihr wisst schon. Meine Energie. Ob ich überhaupt hier lang hätte gemusst, das ist natürlich die andere Frage. So. Schlüssel. Habe ich aber keinen. Wo bekomme ich den Schlüssel her? Warte mal, vielleicht von hier? Oh ne, da bin ich wieder hier. Mir fehlt da ein Raum. Wo bekomme ich den Schlüssel her? Vielleicht hier irgendwo? So. Haben wir? Nein, 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 nein. Häschen ist heute ausverkauft. Ach, da ist der Schlüssel. Okay. Ich danke dir, Süße. Du hast mir das Leben gerettet. Begleite mich nach draußen. Nee, das ist natürlich nicht Zelda. Ich sag das immer nur so, ne? Das ist ein ganz Böser, der sich hier als Mädchen verkleidet. Irgendwie hat es der anscheinend so ein bisschen nötig. Ach, hier war ja was, ne? Da hätte ich ja... Oh Gott. Stell dir mal vor, ich hätte das jetzt ausgelassen.
So. Du hast den Titanenhandschuh. So, das heißt, wir können endlich unser Schwert upgraden, ne? Nach diesem Dungeon. Das ist doch schon mal was. So, einmal hier durch. Hier nach oben. Und wir gehen natürlich mit dem netten Mädchen nicht nach draußen, ne? Sondern wir werden sie mal so ein bisschen ins Licht stellen. Und ich glaube, das tut ihr gut. So, hier raus. Und einmal hier nach drinnen. Ha! Ah, oh, das ist viel zu hell. So, die Frage ist, kann ich hier mit dem, kann ich dem hier irgendwas anhaben? So. Oh, komm her. Ach, da konnte ich ihm ja nichts machen. Genau, da war ja was. Aua. Erwischt. Okay. Ah. Nein, daneben. Oh, ist gar nicht so einfach hier. Erwischt. Na. So. Nein. Oh Gott. Der hätte eigentlich sitzen müssen. Der eigentlich auch. Ja. Oh, zum Glück habe ich mir die Feen eingepackt. Ein Schlag wäre es noch gewesen, ne? Naja. So, mein Herzteil und hier der nächste Kristall. Blaze, ich danke dir, du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Damit die sieben Weisen das Tor in die Schattenwelt durch ein Siegel versperren konnten, kämpften die Ritter von Hyrule ohne Rücksicht auf Verluste gegen furchtbare Monster. Viele ließen dabei ihr Leben, aber sie taten es für Hyrule. Du bist vielleicht der letzte direkte Nachfahre dieser tapferen Streiter. Und nur du kannst der wahre Held werden. Wir vertrauen dir. Du wirst Ganon bestimmt vernichten. Zeige deinen Mut. Aber natürlich haben wir alles verstanden. Möge der Welt des Helden zum Triforce führen. So, raus aus dem Dungeon. Und jetzt geht's ab zum Schmied. So, wir brauchen einmal den Hammer. Denn hier gibt's noch ein geheimes Versteck. Indem wir hier alle Pfosten in den Boden hauen. Also ich glaube zumindest, dass hier was war. Dum, dum, dum. Na komm schon. Dum, dum, dum. Yep, wie ich es noch wusste. Ein Herzteil. Oh, meine Stimme versagt heute auch schon wieder. Und das erst nach einer Stunde Aufnahme, ne? So, du hast dein Herzteil gefunden. So, das ist Herzcontainer Nummer 15. Wenn ich jetzt mal kurz nachrechne, wir haben jetzt noch 3 Dungeons, dann wären wir auf 18. Das heißt quasi, wir müssen noch ein paar Herzteile finden. So, wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Ach, die Kiste ist ja erst da, wenn wir den Schmied zurückgebracht haben in die Lichtwelt. Genau. Und dann werden wir das auch gleich tun. Denn wir kommen ja jetzt hier unten vorbei. Na komm mal mit, du.
Quack, quack. Du siehst ja noch ganz normal aus. Du bist ein einfacher Junge. Quack. Ich wohnte einst in Kakariko. Ich frage mich oft, wie es meinem Kollegen geht. Quack, bitte bring mich doch zu ihm, ja? Quack, bitte, bitte. Ja, ja. Werden wir natürlich gleich tun. So, einmal hier lang. So, dann könnten wir hier eigentlich schon mal unseren Spiegel benutzen. Ha! Und ich hätte dann bitte gern ein besseres Schwert. Na, das ist mal eine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Aber natürlich möchte ich das. Das werden wir natürlich auch gleich tun. Dass wir hier ein paar Upgrades haben. Ach, du bist... Da bist du ja wieder. Bist immer gern gesehen. Schmiedet mein Schwert. Jawohl. Ich fühle mich jetzt irgendwie so hilflos. So, dann werden wir einmal so ein bisschen, ne, rumlaufen. Könnten einmal kurz in die Schattenwelt gehen. Vielleicht reicht das. So. Seid ihr denn schon fertig? Das wäre ja mal sehr nett. Hier hast du es. Dein neu gehärtetes Schwert. Nimm es mal in die Hand. Ha! Das rote Masterschwert. Glückwunsch, dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Yep. Das ist jetzt wirklich gut. Das haben wir jetzt auch gebraucht. So, dann einmal weiter in die Schattenwelt. Normalerweise müsste doch hier jetzt auch die Kiste sein, oder? Lass mich mal gucken. Yep. So. Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit. Werden wir tun. Ich weiß auch ganz genau, wo ich mit dieser Kiste hin muss. Und diesen Weg werden wir jetzt noch gehen, bevor ich die heutige Aufnahme beende. Nehme ich die Kiste da mit? Ja. Und das darf ich auch noch machen, ne? Ich glaube nämlich, da gab es auch ein Herzteil. Aber sowas könnten wir dann in der nächsten Aufnahme machen, wenn wir den Weg wieder zurückgehen. Oh, ist das angenehm. Das neue Schwert. Sehr schön. So, einmal hier nach unten. Oh, wenn ich die Bombenschmeiße hier schon wieder höre. Nee. So, einmal hier lang. Was war eigentlich hier unter dem Stein? Natürlich nichts. Geh weg. Kusch. So, meine Kiste dabei, ja? Genau. So. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben diese Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Ich verspreche es. So, somit hätten wir Flasche Nummer 4. Ich werde hier mal einmal ganz kurz nach draußen gehen. So. Lass mich mal kurz gucken, welcher Dungeon wäre eigentlich der nächste. Es müsste eigentlich der Eispalast sein, ja? Ja, genau. So, dann werden wir einmal das hier machen und ich werde jetzt endlich zur Hexe gehen und werde mir meine Elixiere kaufen. Und das mit dem Vogel. Da geht es ein bisschen schneller. Ab zur Hexe. So, wir werden uns auf alle Fälle ein rotes mitnehmen. Noch ein rotes mitnehmen. Ein blaues mitnehmen. Aber wenn man das mal überlegt, das ist schon eine Menge Kohle. Und ein grünes mitnehmen. Habe ich hier noch eine Fee in der Flasche? Die Fee darf frei sein. Okay, so, das heißt, wir sind jetzt für den nächsten Dungeon auf alle Fälle ein bisschen gewappnet. Dann würde ich gleich gerne noch zum Berg fliegen. Genau, und zwar hier nach oben. zurück möchte ich nicht.
Das werde ich jetzt noch kurz in die Aufnahme packen. Naja, ist schon gut. Ist schon gut. Aua. Immer auf der Leiter, ne? Immer. Oh Gott. Ich lasse mir hier aber auch welche mitgeben. So, dann einmal hier nach oben. Denn ich möchte hier noch das Medaillon mitnehmen. Aua. Geh weg. So. Ja. So, einmal den Spiegel auspacken. Nee, mit euch möchte ich heute gar nicht reden, ne? So, einmal hier nach unten. Gleich mal das Buch auswählen. So. Tadam. Na komm. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Passt. Wo war eigentlich das letzte? Wo war das letzte Medaillon? So, was wollte ich jetzt eigentlich als nächstes machen? Ach ja, mir fällt was ein. Ich wollte einmal... hierhin, genau. So, denn hier werde ich dann auch die Aufnahme beenden. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Legend of Zelda, A Link to the Past.